Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soulink Nuzlocke Challenge mit dem lieben Drain. Und wir sind hier letztens stehen geblieben im Pokémon-Haus. Ja, korrekt, das Pokémon-Haus. Ein ehemaliges Forschungsgebiet, wo man an Mewtwo und Mew geforscht hat. Ja, also eher an Mewtwo und an irgend so einen Teil von Mew, das sie gefunden haben oder sowas. Naja, im Film ist das so ein DNA-Strang irgendwie, ne? Schutz wirkt nicht mehr, und oh Gott. Wir kommen hier oben bei dir auch. Ja. Wir kommen von oben von diesem dreckigen Forscher hier. Hier unten dürfen wir nicht lang, das ist ein Ausgang. Geh da nicht lang, wir müssen die Treppe runter. Alles klar, Moment, ich will nur kurz... Habe ich keinen Schutz mehr? Erzähl nicht. Doch, ich hab Top-Schutz. Oh, ich dachte schon, du hast keinen Schutz mehr, oh Gott. Oh, und der will kämpfen. Gut. Wo bin ich hier gelandet? Ja, keine Ahnung. Ach ja, Leute, das ist der erste Pokémon-Part mit einem neuen Mikro bei mir. Ich dürfte für euch anders klingen. Ich habe das mit Mikro nochmal eingepegelt, aber ich dürfte für euch sehr viel anders klingen als vorher. Das musst du in deinem Part dann auch nochmal sagen. Ich habe das in all meinen Projekten schon gesagt, aber das sage ich auch in meinem Part, stimmt. Hast du recht. Besser ist, ne? Der hat ein nice Vulcano, ist das nicht nice? Das ist sehr nice. Ich werde das mit Surfer einfach wegrasieren, würde ich mal sagen, ne? Ja, mach ich genauso. So, wir haben eben nochmal unser Team angeguckt, beide, und da muss man schon sagen, wir sind eigentlich recht vom Level her ausgeglichen. Wir müssen jetzt seit längerem nicht mehr hier hochziehen zwischen den Parts. Richtig, zum Glück. Und das ist eigentlich recht gut. Wir werden natürlich demnächst nochmal Kontrolle gucken, bevor wir in die Pokémon-Liga gehen, aber... Der heißt Ludwig, Alter! Dieb Ludwig! Ludwig, ja. Du weißt Bescheid, ne? Kannst du dich noch an meinen Manga damals erinnern, den ich gezeichnet hatte? Ja. Da hatte ich doch das Hotel so genannt. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Tagebuch 1. Echt lange her. 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir konnten die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Warte mal. Ja, der Mewtwo-Schalter da links. Genau. Hier liegt noch ein Ball. Genau. Top Genesung. Das ist ein gutes Item. Ich dachte Top-Beleber. Top-Beleber wäre das beste Item in der Nuzlocke. Ja, natürlich. Top-Beleber wäre so nice. Das wäre richtig geil. Jetzt können wir den Schalter, glaube ich, drücken. Könnten wir die ganze Zeit schon. Wer würde es nicht? Wer würde es nicht tun? Ja, wir müssen einmal rum. Ja, aber ich mag dieses Haus hier eigentlich vom Design, ne? Ich finde das auch ganz nice in Feuerrot und Blattgrün. So, ich musste schon wieder Top-Shots einsetzen. Was haben wir hier für ein Ich fand Lappen? Bei Pokémon, bei der Original-Edition war das hier ein bisschen nervig, weil es war überall, weil man nicht laufen konnte. Man konnte nicht laufen im Original und das war halt so stressig, das Spiel teilweise. Aber trotzdem, das stimmt allerdings, Leute. Die Originale waren aber trotzdem cool. Davon wird auch bei, ich glaube, Miku einmal in der Nuzlocke alleine kommen und bei mir auf jeden Fall. Wir werden alle Pokémon-Spiele spielen, so ist es klar. Für Pokémon Gelb haben wir immer noch was Besonderes im Petto. Wir sind nur nicht dazu gekommen, das irgendwie mal in Angriff zu nehmen. Wie lange haben wir das schon im Petto? Oh, keine Ahnung, schon seit über einem Jahr, ne? Wir sollten das langsam mal irgendwie angehen. Ich glaube, wir haben das schon fast 2 Jahre schon geplant. Also, aber das wird noch kommen. Also, da haben wir uns was Feines ausgedacht. Oh Gott. Sagen wir uns was, ist sogar sehr lustig eigentlich. Das ist wirklich lustig, weil es wird keine direkte Nuzlocke werden, aber es wird ein lustiges Projekt werden. Er setzt Walzer ein. Nuzlocke kann es nicht werden, weil man halt nicht weiß, wie welche Pokémon gefangen wurde, in welcher Route. Eben. Ihr werdet. Man will ja auch so weitestgehend. Man will ja auch so weitestgehend blind reingehen, ne? Richtig. Ihr werdet es mitkriegen, wenn wir das Projekt starten sollten. Also freut euch drauf, wenn es dann irgendwann mal losgeht, weil dafür haben wir keinen Release-Plan. Wir haben so viel geplant immer. Eben, und Pokémon Gelb... Wirklich unfassbar. Pokémon Gelb war schon vor einem Jahr, wollten wir das schon bringen. Und dann kam es aber nie dazu, weil so viel dazwischen kam. Der gute Angelo, ne? Meine Fresse. Ich sollte Sasoro wieder mal ein bisschen trainieren. Sasoro, ich glaube, hier liegt irgendwo ein Solarstrahl. Ich glaube auch, ne? Ich glaube dafür... Ne, Blizzard. Blizzard ist gut. Blizzard ist nice, aber trifft halt kaum. Eben, das ist das Problem an Blizzard. Jetzt musst du Top-Schutz einsetzen. Ich muss immer suchen, da. So, wir sind gleich durch. Hier müsste der Türöffner liegen. Ja, Fragezeichenöffner. Wir sind fertig. Oh, hier liegt noch was. Solarstrahl. Sag ich doch. Nice. Dass hier Solarstrahl liegt. Geil. Hab ich doch gesagt.
Aber du wolltest mir ja nicht glauben. Genau, ich wollte dir nicht... Ist klar, Diggi. So. Wer würde es nicht tun? Dann können wir gehen. Wir können die Treppe wieder hoch und raus aus diesem Drecksloch. Hier unten zu? Ja, natürlich. Oh ja, und natürlich ist zu... Du musst auch noch mal zu der Mewtwo-Statue da hinten rennen. Echt? Ja, leider. Oh, wie ein Stress, ey. Wie unnütz, ne? Ja, wie unnötig verkompliziert. Eben. So, und dann gehen wir mal. Treppe hoch und, so, und... Ja, dann machen wir heute die Arena, ne? Ja, aber... Beziehungsweise Teil davon, ne? Die kriegen wir auf jeden Fall nicht in diesem Part durch. Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. Wir müssen, glaube ich, irgendwie so, neun... Erstmal zum Pokémon Center. Wir müssen irgendwie 9 Trainer besiegen. Ja. 9 oder 7 Trainer irgendwie. Wir müssen... Oder wir lösen das Quiz, aber wir wollen ja die Trainer mitnehmen, ne? Richtig, wir wollen die Trainer auf jeden Fall mitnehmen. Also lösen wir das Quiz, aber halt falsch. Ja. So, los geht's. Ich bin gespannt. Auf in die 7. Arena. Doof stellen können wir uns gut. Richtig, so, los geht's. Erstmal muss ich gucken, mit was will ich leaden. Hier wäre eigentlich... Mit Garados. Hier wäre eigentlich der richtige... Der richtige Pick wäre halt einfach Karpfen, ne? Willkommen bei Pokémon Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr... Der ist mir bekannt. So, Fitte, ja, bla 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 bla. Nein, entwickelt sich Raubi zu Safcorn? Eigentlich ja, aber nein. Nein, 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 nee. Falsch, so ein Pech. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Und warum läufst du dann immer noch rum wie ein Dieb? Das ist heimlich. Das ist sein Hobby jetzt. Genau. Nicht mehr sein Beruf. Genau, sein Hobby, Alter. Hobby-Dieb, ne? Er ist ein Hobby-Dieb. Oh, Fukano. Oh, dieses Bedroher nervt einfach auf Dauer, ne? Oh, nee, Fukano kann Intimidate. Das ist scheiße, Alter. Intimidate ist Bedroher, ne? Surfer. Egal, sowieso down. Level 36, Alter. Easy. Was willst du erwarten, Alter? Dein Garados hat echt... Weniger KP als meins. Guck mal, da kommt... Das ist ja wohl klar. Guck mal, da kommt ein Vulpix. Wusstest du, dass Vulpix nicht 9 Penisse hat, sondern 6? Oh, geil. So, Vulpix ist tot, Vance, Leute. Vance ist 9. Ja. Mit einem Feuerstein, ne? Guck mal, wo wir gerade vom Penissen ja, reden. So, töten wir den Lappen. Dann ist er auch weg. Ja, komm, jetzt bring den ein bisschen. Alter, stell doch nicht so an, Alter. Sei gar, das hat nicht gekillt, Leute. Oh. Ich bin durch. Danke, Dieb. Hättest du nicht eben Crit machen können, Garados? Oh, hier ist ein Trainer, gegen den... Was glaubst du, wie heiß der Feuerarte meines Pokémon werden kann? Gegen den Trainer musst du einfach so kämpfen. Ein Streber. Was hat er gesagt? Ich kann nicht aufhören, anderen Leuten Pokémon zu stehlen. Ich dachte, du bist ein ehrenvoller Trainer geworden. Was erzählst du für einen Scheiß? Deswegen die Klamotten, weißt du? Ja. Zu Tarnung. Er hat nie aufgehört, Leute. Er hat nie aufgehört. Das müsst ihr euch merken. Nee. Nie. Die Diebe verarschen euch immer nur. Die hören gar nicht auf. So, der ist tot. Nice. So, da kommt das... Sehr effektiv. Surfer. Guck mal, die kriegen wir easy tot. Der Arenaleiter wird auf jeden Fall Pokémon über Level 40 haben, so viel ist klar. Hundertprozentig. Er hatte Sabrina ja schon, dürfen wir nicht vergessen, ne? Echt, hatte Sabrina auch schon so? Simsala? Okay. Simsala, Stufe 42. Echt, war das ja. so? Weiß nicht, war für mich voll easy. Der Arena, ja genau. Der Arenaleiter wird uns richtig overleveln wahrscheinlich. Na, Kung Fu Strahl. Autsch, heiß, sehr heiß. Ja, das nenne ich Pech, du Streber. Dann Strebe. Oh Gott, da ist die. Huto. Da ist die nächste Maschine. Huto. Pokémon Quiz, bla 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 bla. Danke. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Eigentlich ist die Antwort nein, aber ich sag hier natürlich ja. Falsch, so ein Pech. Ich bin Pokémon-Profi, sagt er. Natürlich. Er ist ja auch ein Streber, ne? Dass man hier drin nicht laufen kann, ne? Echt so, ne? Aber ich verstehe das nicht. Desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Aber wenn du doch alle Trainer mitnimmst, kannst du doch eh zum Pokémon Center rennen. Also, habe ich nie verstanden, warum man das eingebaut hat. Und dann erwähnt sich halt auch mal wieder, ne? Ja. Ohne eine Sperre, dass du nicht aus der Arena kannst, ist das halt einfach vollkommen useless.
Wäre auch ein bisschen fies, ne? So eine Sperre reinzuhauen. Ja, wieso? Ich meine, das wäre ja fast schon, das ist doch fast schon Softlock, wenn man sich nicht besiegen lässt. Stimmt. Wenn deine Pokémon kacke sind, ist das ein Softlock, ja. Man kann sich irgendwie auch softlocken im Pokémon, ne? Ja, das geht. Ich weiß aber nicht mehr, wie genau. Weißt du das noch? Da gibt's ein... Ich habe mal ein Video drüber gesehen. Da gibt's einen guten Channel, der probiert das aus, mit was du dich softlocken kannst. Ja, ich weiß. Ich habe mal ein Video drüber gesehen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie. Das war ein Pokémon Silber. Da konnte man sich irgendwie mit einem Raupi softlocken. Genau, so, das, ne? Video habe ich nämlich auch gesehen. Du kannst dich da mit einem Raupi softlocken, wenn du auf dem Weg nach Kanto bist. Ja, genau. Irgendwo da, ja. Da, also über die Siegelstraße. Wenn du da dann alle deine Pokémon freilässt, nur einen Raupi hast... kannst du dich softlocken? Ja. Weil du kommst halt nicht mehr, kommst halt komplett nicht mehr weg. Also du kommst da schon weg, aber du bräuchtest, glaube ich, mit den Bären, weil dann kannst du Pokéball farmen, irgendwie ein Jahr, damit du genug Geld hast für einen Pokéball. Oder so. Boah. Ist das stressig. Ja, da kannst du das Spiel auch neu anfangen. Bist du schneller. Ja. Vielleicht schaffen wir den Arena-Leiter hier doch noch, weil dann geht's in meinem Part schon zum... Erstmal ein paar Encounter fangen und dann zum 8. Arena-Leiter oder so. Mal sehen, wie weit wir kommen, ne? Ja. Ich gehe nochmal kurz AP aufkuschen. Mach das. Entwickelt sich Quatzel dreimal. Ja, klar. Ja, aber die Antwort ist nein. Nein, ist richtig! Du bist so ein Horst. Aber du kannst ihn ansprechen und also trotzdem wirklich gegen ihn kämpfen. Hätte ich das gewusst, warum beantworten wir die Fragen nicht richtig? Weil wir lustig sind. Stimmt, Quapsel entwickelt sich nur zweimal, weil die dritte Entwicklung ist durch einen Wasserstein. Nein, Quapsel entwickelt sich nur zweimal. Nee, Quapsel, Quapuzzi, Quapo. Quapsel zählt doch nicht als Entwicklung dazu. Ach ja. Quapsel ist doch der Standard, ist doch basic. Ja, entwickelt sich Quapsel. Ja, stimmt, oh, du hast recht. Du kannst es nachher zu, wie heißt der, Quaxo? Aber Quaxo ist ja halt keine dritte Entwicklung. Da musst du einem Quapuzzi, glaube ich, einen Kingstein geben und es tauschen. Dann entwickelt es sich zu Quaxo. Richtig, ja. Oh, Pokémon Gold und Silber, ne? Damals so gesuchtet, aber... Ja, ich auch. Das habe ich mehr gesuchtet als Pokémon Rot und Blau und Gelb. Willkommen beim Pokémon... Ja. Mir fehlten tatsächlich damals nur, 10 Pokémon, da hätte ich Pokédex vervollständigt. Ja. So gesuchtet habe ich das als Kind. Getauscht, hin und her. Sind Elektroattacken gegen Bogen-Pokémon sehr effektiv? Ja, natürlich, Alter. Nein, eigentlich nicht, aber ja. Ja, klar. Klar, Digi, läuft. Du bist brandgefährlich. Danke, danke. Das hört man gerne. Ein Galopper. Er weiß, warum ein Pyro ein Trainer stark, ist, Alter. Okay? Stark, Rudi. Burkhard. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich Pixelmon als Projekt bringen soll, ne? Das kannst du ja machen. Ja, aber alleine ist das halt kacke. Ey, ich hab gar keinen Bock zu. Für mich sieht das halt arg nach Beta-Status aus. Das ist nicht so meins. Ah, es gibt mittlerweile Ultra-Dimension und so einen Scheiß, Alter. Ja. Nee, du. Guck, das Galopp habe ich jetzt mit One-Hit gekillt, ne? Ohne Crit. Und sogar Animation hast du jetzt in Attacken bei Pixelmon. Nee, ist nicht so meins. Ich brauche aber einen Partner, komm schon. Ich hätte eher auf Standard-Minecraft Bock. Oh nee, Standard-Minecraft ist lahm. Da hätte ich mehr Bock drauf. Einfach mal mit Community einfach so auf der Switch oder so aufzubauen, dass Leute joinen können. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Die Antwort ist eigentlich ja, aber hier sagen wir nein. Das weiß sogar der Rüdiger. Richtig. Ich war in vielen Pokémon-Arenen, doch diese mag ich am liebsten. Warum? Läuft bei dir, Rüdiger. Weil die so geradeaus geht. Ich finde mal, die Pokémon-Arenen haben sich seit X und Y richtig gebessert, ja, ne? Definitiv. Fand den X und Y so gut vom Design, muss ich ehrlich sagen, wirklich. Aber nochmal zurück, Pixelmon kannst du doch auch mit der Community spielen. Natürlich nur am PC, weil du brauchst dafür Mod, ne? Für mich ist dieses Abgehackte nichts, weißt du? Ich meine, du wirfst einen Pokéball und dann ist die Kamera plötzlich woanders und bleibt da stehen und dann beim Pokémon-Kampf ist die plötzlich auch woanders. Es halt wirkt halt eher so wie Beta-Spiel. So richtig merkwürdig. Ist halt schwer. Ich kann mir davon auch keine Videos angucken, weil ich das halt komplett nicht mag. Ich verabscheue das richtig. Ich finde das richtig geil. Weil ich die Idee halt super finde. Danke, Karpfen, dass du Hydropumpe verfehlst. Ja, die Idee ist geil, aber irgendwie... Und für mich fühlt sich das auch nicht nach Beta-Status an. Nur Kameras in Spielen sind immer ein Problem und werden immer ein Problem bleiben. Gerade bei Minecraft ist die Kamera so ein Ding. Dann sollen sie die Kameras halt so lassen.
Warum muss man die Kamera dann plötzlich auf einem Ort des Geschehens festkleben? Das ist ja das Problem. Weil du ja im Pokémon-Kampf die Pokémon sehen willst und nicht deinen Charakter an sich. Also nicht durch die Ego-Perspektive. Ja, aber warum sieht man denn die Pokémon halt von oben so hässlich? Musst du doch gar nicht. Oh, Schutz wirkt nicht mehr. Ich hatte noch Schutz an. Musst du doch gar nicht. Kannst die Kamera doch drehen. Soweit ich das weiß. Mhm. So, das müsste der letzte Trainer sein eigentlich, Leute. Aber das ist bei mir noch in den Sternen. Wenn ich keinen Partner finde, kommt Pixelmon halt einfach nicht. Dann wird das nur ein Stream-Projekt. Du kannst das ja gerne streamen. Aber für mich ist das halt nichts. Ist TM28 die Froschattacke? Ja, definitiv. Eigentlich nicht, aber ich würde sagen ja, ne? Doch. TM28 ist doch Schaufler. Ich glaube ja. Gegen Wasser kann Feuer nichts ausrichten. Hat er dir gerade Tipps gegeben, um sich selbst zu zerstören? Soll ich dir sagen, das erinnert mich an dieses Meme. Wow! Wollen wir vor der Arena noch, vor den Leiter noch mal kurz zum Pokémon Center gehen? Ja, ne? Ja, aber wollen wir dann direkt in den Leiter rennen? Wir haben noch 4 Minuten und der Kampf könnte hart werden. Na, was heißt hart? Ja, was sollen wir sonst machen? Ich meine, hier ist ja nichts mehr. Zur Seeschauminsel. Dann können wir auch noch danach hin. Und einen Counter fangen. Wir sind ja noch auf der Zinnoberinsel. So, hast du den letzten Trainer schon besiegt? Mit den beiden Vulpix? Jupp. Ah, okay. Weil wir haben noch 3 Minuten im Part und ich weiß nicht, wie lange der Arena-Leiter dauern wird. Ne, nicht lange. Es sind halt 3 Pokémon, die wir halt wegsurfen. Streber Ronny. Oh, ich hab verloren. Trainer gewinnt. So, war das wirklich der letzte Trainer? Ich glaube ja, ne? Ja, okay. Oh, man kann in der Arena nicht rennen, ne? Das ist so nervig, weil gerade so ein geschlängelt ist, ne? Es ist so nervig. Oh, es nervt halt echt. Jetzt musst du gleich extra auf mich warten. Und ja, mach ich würde den Part beenden. Guck mal auf die Uhr. 17 Minuten. Ja, ich brauche mindestens noch locker eine Minute. Was sollen wir sonst machen? Ja, nichts. Ja, für nächstes Part, da hätte ich ein Thumbnail und du hättest für nächstes Part auch ein Thumbnail. Nein, nicht unbedingt, die achte Arena schaffen wir nicht. Die achte Arena schaffen wir nicht, was soll ich da denn auf Thumbnail packen? Die Seeschauminseln? Was soll ich jetzt auf Thumbnail packen? Eine Mewtwo-Statue, habe ich auch keinen Bock zu. Ich habe auch keine Idee, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal, brauche ich noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Surfen wir den schnell, also ich hoffe, dass wir den schnell wegkriegen, ich glaube nämlich nicht, weil es sind noch 1,5 Minuten, wenn ich da bin. Ich lass dich das entscheiden, ob wir den Arena-Leiter noch machen wollen oder nicht. Ja, wir machen den. Wir machen den jetzt einfach fertig. Es geht schnell. Wenn das lange dauert, dann seht ihr einfach einen Cut und dann sind wir im nächsten Part. Und dann will ich den 8. Arena-Leiter raufklatschen. Haha. Richtig, dann hast du den Arena. Dann würde ich aber sagen, gehen wir gleich nach dem Arena-Leiter hier zum 8. Arena-Orden und fangen uns dann die Encounter. Ja. Mein Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest Feuerheiler parat halten. Wer braucht Feuerheiler, wenn man Hyperheiler hat, Alter? Also, so weit denke also nicht. Really, Digga. Oh, der hat Level 42, Alter. Bei ihm läuft halt richtig hart, ne? Mein Karpfen ist aber auch gleich Level 45 und wie ich sehe, deins auch Level 44 gleich. Oh, das mit, dass Fukano auch Intimidate hat, das juckt Garados halt so gar nicht, ne? Surfer. Eigentlich sollte es ihn sogar wirklich überhaupt nicht jucken, ne? Garados ist eine riesen Seeschlange. Nicht deswegen. Intimidate geht ja auf Attack und nicht auf Spätz-Attack. Und Garados greift Spezial an. Echt? Ja. Surfer und Hydro-Pumpe sind speziell. Na, das guck mal, ich surf die alle weg. Oh Gott, Pyro, du bist so ein Lappen, Alter. Du bist bis jetzt der leichteste Arena-Leiter, dem ja selbst Misty war schwerer. Misty hat dich fast weggewackt, Alter. Richtig hart, Alter. Oh, Regentanz. Oh, Brudi. Galoppa. Hallöchen. Soll ich Regentanz erlernen gegen Biss? Musst du wissen. Regentanz verstärkt halt Wasserattacken, ne? Extrem. Ja, aber du musst das verschwenden, aber halt ein Zug, ne? Und wenn du das einsetzen willst, musst du es halt zu Beginn des Kampfes einsetzen, weil in der Mitte lohnt sich nicht. Ja, ich kann es mir noch überlegen beim Attackenerlerner. Ah, scheiße! Nach dem 7. Orden können wir gar nicht sofort zur 8. Arena. Warum nicht? Die Eilande kommen gleich auf uns zu. Ja, die kommen doch noch nicht, doch, oder? Nach der 7. Arena, glaube ich. Quatsch. Doch! Okay, Akani ist der Einzige, der ein bisschen länger mehr aushält. Aber es ist Level 47! Alter, mit Akani übertreibt er jetzt ein bisschen, ne?
Etwas. Er hielt sich. Ja, nice. Nochmal Bedroher. Ja, Akani, du kannst so oft Bedroher machen, wie du willst. Das juckt mich halt gar nicht. Hydropumpe. Und das dürfte dann dein Ende sein. Tschüss, Pumpe. Ja, ich wollte Hydropumpe nicht einsetzen, weil es halt nie 100% trifft. Das nervt halt. Akani war richtig leicht. Er heilt sich nochmal. Das heißt, du hast fünf Tränke in diesem Kampf. Sterben ist aus... Das wird er nicht lange machen, der Dude. Sterben ist ausgeschlossen. Eigentlich schon, so, ja. Ich habe ihn getötet. Gut, ist jetzt auch tot. Feuersturm ist ihm... Feuersturm, oh. Das ist eine gute Attacke, definitiv. Aber würde ich ungern meinem Glurak beibringen, weil Flammenwurf das bessere Feuersturm ist. Flammenwurf trifft immer 100%, macht 90 Schaden. Auch wenn Feuersturm 150, glaube ich, macht. Die Chance, dass es daneben geht, ist halt einfach zu hoch. Wenn würde ich es Akani beibringen. Bei 21,5 Minuten... Gehen wir noch aus der Arena und raus und zum Pokémon Center. Das würde ich gerne noch erledigt haben. Ja, und siehst du mal, das ging doch gerade recht schnell. Oh, fuck. Hä, wenn das nicht Trainer ist? Ich bin es, Bill. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt noch mein PC-System. Nun hör zu, da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Insel tief im Süden, das Island 1 genannt wird. Ein Freund hat mich eingeladen. Ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wäre es? Hast du Lust mitzukommen? Nein. Nein? Ja, aber... In der Islander haben wir richtig viele Encounter, oder wir haben da einige Encounter, aber ich glaube, wir können die 8. Arena noch nicht machen, wenn wir die Islander noch nicht gemacht haben. So, heilen wir unsere Pokémon nochmal und dann schauen wir offscreen gleich, ob wir die 8. Arena schon machen können. Wenn nicht, dann sehen wir uns in den Islanden wieder, also wieder hier am Pokémon Center, wo Bill jetzt hier sitzt. Und wenn wir die 8. Arena machen können, sehen wir uns hier wieder und fliegen dann zur 8. Arena zusammen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Wir sehen uns eh hier wieder. Genau. Mehr gibt's nicht zu sagen. Miku, mach die Abmoderation, bitte. Vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht's entweder zu den Islanden oder eventuell zu unseren guten, unbekannten letzten Arena-Leiter. Ja. Und ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.